Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße euch zu dem Freitags-Let's Play und das heißt Girls Frontline-Let's Play. Wuhu! Darauf habt ihr wahrscheinlich gewartet und nicht auf das Montags-Let's Play, wofür ich mich sogar entschuldige, weil Montag habe ich komplett vergessen, dass der Montag der Montag ist, wo ich eigentlich dann Okami-Let's Plays mache. Aber ich denke, das schaut ihr recht. Also diejenigen, die hier zuschauen, schauen mehr Girls Frontline am liebsten als Okami. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich starte hier schon mal. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffentlich war eure Woche ruhig und entspannt gewesen. Und auch eure Feiertage waren hoffentlich schön und erfreulich. Und hoffentlich konntet ihr mit eurer Familie und euren Freunden da ganz in Ruhe und entspannt feiern oder auch die Tage genießen. Hat man ja nicht immer die Chancen, mal ein schön verlängertes Wochenende zu bekommen und dann noch mit der Familie zusammen zu verbringen. Hat man nicht immer die Chancen. Und ja, ich war hier im Haus. Ne? Wir haben jetzt nicht großartig gefeiert, ne? Wir haben schon Ostersachen bekommen. Aber wie man mich kennt, Schokolade hält nicht einen Tag bei mir. Bei mir ist das sehr schnell weg gewesen. So, heute machen wir auch mit der Emergency 8er Maps Reihe weiter. Ich meine, wir werden jetzt bei 8.3. Und hier auch nochmal eine ganz kleine Warnung. Es könnte sein, dass ein Mitbewohner, der zurzeit größtenteils des Tages außer Haus ist, weil der eine medizinische Reha macht, sowas mache ich auch, so voraussichtlich am 1. August, für den habe ich sein Mittagessen mit nach unten genommen. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich es habe, also der weiß Bescheid. Es könnte also sein, dass der vorbeikommt und klopft. Kann auch sein, dass der erstmal schlafen geht. Ich wollte dann auf jeden Fall, falls der nicht während der Aufnahme vorbeikommt, wollte ich dann nach der Aufnahme mal bei ihm vorbeischauen. So. Gucke nochmal, war das wirklich 8.3? Weil, wenn 8.3, ich meine ja, müsste ich Team C nochmal, das passe ich mal extra mal an. Ich habe mich da wieder mal ein kleines bisschen schlau gemacht und da wurde mir auf jeden Fall empfohlen, entweder ein sehr starkes AR-SMG-Team zu machen. Oder ein Machine Gun Shotgun Team. Ne? Ich wollte das dann mit Maschinengewehr Shotgun machen. Ja, 8.3. Ne? Dafür passe ich mal Team 10 an. Da sind aber auch ein paar Charaktere jetzt raus, weil die auf Level 100 gekommen sind. Also es gibt wieder ein paar Charaktere mehr bei mir, die jetzt auf Level 100 sind. Und, ich habe noch eine. Ich habe nämlich gestern Chrissy gefragt. Doch mal Grüße an euch beiden, Luna, Skylight und Chrissy. Schönen Grüße an euch. Danke, dass ihr auch bei meinem Stream, den ich ja am Wochenende versucht stream. Ne, habe ich jetzt auch mal gefragt, ob die auch mein Okami, also auch bei meinem Handy habe ich das mir geschrieben, ob die Okami-Videos auch schauen. Sie spielt auch Okami. Sehr schön, das freut mich. Okami ist ein schönes Spiel. Ich hoffe, ich bin auch jetzt hier deutlich besser zu hören. Ich habe vor der Aufnahme habe ich meine Wäsche gewaschen. Ich habe in der Zeit, wo meine Wäsche im Waschmaschinen und Trockner waren, habe ich herumexperimentiert mit Lautstärke und so weiter. Also ich meine, ich bin jetzt deutlich einfacher zu hören. Und das Spiel ist trotzdem laut genug, aber nicht zu laut, so dass ich nicht brüllen muss. Aber ihr könnt, ich schaue gleich nochmal nach, oder ihr könnt es auch dann, wie ihr es empfindet, mal dann in die Kommentare reinschreiben. Und trotzdem auch an Luna Skylight nochmal und Chrissy, worauf ich am Anfang hinausgezielt habe. Danke, dass ihr bei diesem Versuchsstream dabei war. Tut mir noch mal leid, dass es da so ein bisschen geleckt hat und hinterher hing. Es war zwar ein Versuch, Experiment, das war auch das allererste Mal, dass ich gestreamt habe in meinem ganzen Leben.
Gut, jetzt außer Lovu, also Dating-Stream, der Dating-App, da streame ich auch ab und zu mal, aber das ist kein Gaming-Stream. Und ich habe auch einen Mitbewohner gefragt, woran das liegen könnte. Seine Vermutung klingt plausibel. Er sagte, die CPU hätte, es hätte an die CPU liegen können, es hätte aber auch am Internet liegen können. Ich denke sogar einmal an beides. Ne? CPU war jetzt gerade nicht das Beste gewesen, habe ich gesehen. Und Internet, ja gut, ne, das hängt so ein bisschen blöd hinterher zurzeit. Ne? Also ist jetzt nicht das Beste zurzeit. Wie gesagt, ich mache hier mal ein Maschinengewehr-Shotgun-Team, komplett aus Maschinengewehr, also drei Maschinengewehr, zwei Shotguns. MG4 hat sich drin und einerseits um aufzuleveln und hier M500. Ich denke, das wird reichen. Vielleicht noch die Ferry da anpassen, dass das eine für Shotguns gemachte Ferry ist. Ich habe hier auch für M4 Submode 2 schon den Skill. Ich finde den echt grollig, also echt süß. Nicht zum Anknabbern. SAT-8, ja, wäre gut. Also so mindestens zwei Level 100er Charakteren tue ich auf jeden Fall rein. MG5, ja, ihre Skill ist jetzt mehr eine passive als eine aktive. Deswegen nehme ich MG3 rein, obwohl MG3 MG3 ist, ne? Ja. Ja, ich habe mit MG3 geschossen. MG3 ist so ziemlich mein Lieblingsmaschinengewehr. Auch wenn ich MG5 auch in echt jetzt eigentlich auch klasse finde. Aber MG3 ist nochmal eine andere Geschichte. So, und ich nehme dann am besten. Also welches MG kennen wir denn jetzt hier als nächstes? Von MCR. APK nicht so gut. Okay, M1918 gebe ich mich zufrieden. Richtig. Einerseits hab ich auch etwas Spezielles, meine ich, direkt speziell für sie. Ja, ja. Ja, das kann sie dann da auch beibehalten. Es wird noch ein bisschen dauern, ich werde auch die Formation noch ein bisschen anpassen. Ja. Ach ja, und Chrissy hat mir da, was jetzt Chrissy oder Luna, da muss ich gleich auf mein Handy schauen, haben mir empfohlen, bei einem Team, wo ich nur eine SMG habe. Ja, stimmt. Team G36 war das. Ne, wo haben mir empfohlen, damit G36C nicht so sehr eins Schaden bekommt, sollte ich. Da haben die auch. Ne, die es mir gesagt hat, hat dazu 100% recht, ne? Also noch die beiden wisst oder diejenige weiß es, da ich dann noch eine Maschinenpistole, ne, würde dann de facto G36 ersetzen, ne? Macht Sinn, 100% recht, nur das ist wirklich die Sache, das ist so ein Team, das ist komplett G36, das ist es, ne? Das bleibt komplett. Jetzt mit Ausnahme von P30 sind das alles G36 oder die mit G36 zu tun haben. XM8 ist, meine ich, entweder ein Prototyp, woraus das G36 entstanden ist, oder war ein Prototyp, was aus dem G36 herausgekommen ist und zu einem anderen Sturmgewehr hingehen sollte. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Hat auf jeden Fall was mit G36 zu tun. Jedenfalls, da macht mein Kopf echt nicht mit. Mein Kopf macht mich schon wegen mein Kopf macht mich schon wegen Team 10 richtig Terror, ne? Weil das keine, ich sag mal, einheitliche, also nationeinheitliches Team ist. Und Team 4, ne? Das sind beides keine, stimmt,
Sturmgewehr 44. Aha! Ich mag diesen Skin. Ich auch noch, also noch kurz gesagt, ich mag diesen Skin. Habe ich auch auf Discord als Wallpaper. Also als Bild, Profilbild. Und jedenfalls, so 100% recht, ne? Kann man echt nicht motzen, aber das ist wohl so irgendwie mein Kopf da wieder so richtig dick Terror macht und sagt, nee, machst du nicht, das machst du nicht. Ich weiß auch nicht, also das ist wirklich so ein Ding einfach. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, okay, ne, gut, das hier ist einfach eine gewisse Lore, ne, also das ist von der Geschichte des Spiels her mit Team 3 und Team 2, dass das von der Geschichte des Teams hier schon aufgebaut ist, ne, die haben da miteinander was zu tun. Die haben da auch alle, mit Ausnahme von jetzt Row635, auch alle was miteinander zu tun und aber sonst, da macht mir echt mal Kopf Terror. Ich kann da echt nicht ruhig schlafen. Ich habe sogar, als ich noch keine 10 Teams hatte, sondern nur 9 Teams hatte, habe ich mit Team 9 echt auch versucht, mit M2HB, würde ich eigentlich gerne machen, LWLMMWG. Also auch ein amerikanisches Maschinengewehr und M19 19 war das, meine ich, wollte ich auch teamen, aber das hat nicht geklappt. Da waren auch andere Charaktere, ich konnte echt nicht ruhig schlafen, kein Witz. Das hat echt nicht geklappt, deswegen, ich gebe euch zu 100% recht. Und es macht auch 100% Sinn, 2 SMGs so ein Team zu haben, damit das eine SMG keine nicht so groß eins auf die Fresse bekommt, ne? Aber da macht mein Kopf echt nicht viel mit. Also das hat, was das angeht, irgendwie ist da meine Toleranzgrenze nicht sehr gerade groß oder irgendwie meine Flexibilität. Aber jetzt fangen wir mal an. Fangen wir mal auf, oder ich höre jetzt mal auf, so ein bisschen um den heißen Brei zu reden. Fangen jetzt an. Ich packe hier Team 1 und Team 10 rein. Team 1 ist auch nochmal so richtig aufs Beste angepasst, weil das habe ich ja gesagt, beim letzten Mal, die Formation da von Team 1, ne, mit MP7 und MP5, das stimmt doch irgendwie was nicht, ne? Wäre es doch eigentlich Schwachsinn, dass MP5, welche ja eine Schildfertigkeit hat, besser, ne? Okay, Team 1 will ich dann noch mal schnell raus. Hab jetzt nicht aufgepasst. Ne, wäre es schwarz. Ich habe das wirklich angepasst. Also Team 1 ist wirklich aus. Es sieht jetzt von der Formation ein bisschen risky aus, muss ich ehrlich sagen, weil die da an einem an der äußersten Flanke, also jetzt quasi ja der obersten Flanke, da steht niemand. Ne? Wieder falsch geklickt, das seht ihr zum Glück nicht. Oh, ja. Keine Ahnung, wie ich darauf kam, auf einmal da so den 10 Stunden zu geben. Die 10 Stunden. Oder was? Ne, das war die 12 Stunden. Farming Quest. So, diese Map wird auch einiges abverlangen, soweit ich weiß, ne? Ich greife hier auch heute, also ich greife hier auf ein Front-Team zurück. Heute wird es auf jeden Fall Luna sein. Hier kann ich nochmal zeigen, wie die, was ich da mit der Formation meine. Bevor der Kampf losgeht, in ganz in Ruhe. Und ich hin und her klicken muss, wahrscheinlich. So, die Flagge hier ist komplett frei. Dafür sind die aber, wie wir aufgebaut sind, ne, sind die da so ziemlich am besten.
Ich nein, auch noch nicht mal. Okay, wisst ihr was? MP7, tut mir leid. Du warst echt gut, du bist echt geil, aber das ist jetzt, wo ich sage, ne. Ja, kommt doch dann. PSG 1. Weil ich nicht gerade unterwegs ist. Ich weiß nicht. Auf G36, G3 gewählt. Oder basiert auf dem G3. Auch nicht so gut. Okay, wahrscheinlich ein bisschen länger. Tut mir leid, Leute. Ich dachte, es kann natürlich so klappen, ne? Aber. Was tun? Klar, eigentlich dürfte ich natürlich auch. Sie nicht da drin haben, sie ist ja auch kein G3-Typus. Müsste ich ja entweder MG23, MG21, das sind G3-Typen. Wobei ich habe ja noch ein Sturmgewehr. Plus G3. Die Verwandtschaft lässt sich nicht leugnen. Sie ist das. Sie ist das große. Verdammte. Problem. Also P30 ist das Problem. Ist P30? MK23. Ist das ganz große Problem, die. Guck mal, ich jetzt. Ne, die Fertigkeit an die Schutzgewehr. Ich zöpfe die MGs auf, ne, wegen Reloading of Time. Weil das die Zeit verkürzt, das Nachladen ist. Also für Shotguns und Maschinengewehre top. Kann man echt sagen. Ist echt dafür ganz gut geeignet. Klar kann man das auch für andere benutzen. Aber, Kopf hat jetzt gerade wieder Terror. Oh. Hör auf, du blöder Kopf. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Weiter PP 99. Nein, G3 wird nicht ausgetauscht, ich weiß, ne? Weil da könnte ich jetzt. Aber nein! Ihr wisst, ich habe meine Liebe zu G3. G3 wird nicht ausgetauscht. Ich weiß auch, ich sehe schon den einen
viele von euch aufstehen. Boah, jo. Du machst es dir unnötig kompliziert. Ja, 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 mach ich. Tut mir leid. Ich gucke mal. Gegen PSG 1. Ich weiß, der Beckers und seine, der Beckers. PSG 1. Sachsen に移ります. 4. Und Teammate は信頼できる人がいいですね。背中を打たれるのは嫌ですから。Stimmt, so, jetzt bin ich hoffentlich. bereit, aber ich wollte jetzt noch mal ganz kurz im Forward Basecamp einfach mal gucken, was da so dass die Truppe, die da unterwegs ist. Ah. Egal. Ich fange dann jetzt mal an, so wie ich das jetzt so hinaus. Kann ich ja später. So. Ich habe nur eine. Erstmal da, dann gleich Team 10 rein. Team 10 wechselt dann kurz die Stellung mit Team 1. Teki des. Tadachi ni geigeki shimasu. MP7 wäre da, glaube ich, jetzt doch noch besser. Also anstelle von HK33. Auch wenn die jetzt da wirklich die meisten Schaden macht. Ne? HK33 ist nicht schlecht. Nee, ne? Aber ehrlich, welcher Charakter ist hier schon schlecht? Das ist alles, finde ich persönlich, eine Ansichtssache. Ich finde gar kein schlecht, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal einem früheren Let's Play schon gesagt. Es gibt nur eben Favoriten, die man gerne benutzt und nicht benutzt. Gut, diese Weisheit habe ich jetzt wirklich nicht gesagt, aber etwa läuft es da hinaus. So, jetzt kommt die 10. Ah, und auch noch kleine Warnung. Ich bin diese Woche ein ganz kleines bisschen derbs bescheuert drauf. Also, über das eine oder andere komische nicht wundern. So. So, hier lang. Hier lang. Und Luna, dein Team. Kommt jetzt rein. Beim nächsten Mal nehme ich mal ein anderes Team auf. Also, hier sind sehr viele gute Teams, muss man ehrlich sagen. Friend Level? Wie sieht da Luna? Okay, oh, da sind die beiden. Also Luna und Kissy, ihr seid echt hoch. Also Luna ist
dritte bis die fünfte. Das kriegen wir noch besser. ich denke mal auf aggressiv stellen wäre ganz gut. Geht dann hoffentlich. Uah, das wäre beinahe meine Gurt's Frontline-Taste umgefallen. Ja, ich besitze auch eine Gurt's Frontline Thermoskanne? Ja, Nein, das ist jetzt keine Werbung. Ne? Also ich, kein Sponsor. Werbung. Ich habe ihn mir nur bei Amazon gekauft. Leider bei der Tasse ist der Henkel mir abgebrochen. Aber das ist meine Lieblingstasse. Die wird nicht weggeschmissen. Deswegen, also daraus trinke ich immer noch sehr gerne. Und eigentlich hauptsächlich. Ja, ich gebe zu, ich schaue jetzt gerade aufs Handy, also ich denke klar, ein bisschen auch selber noch, aber okay, vielleicht doch du. Blöd. Irgendwie sehr blöd gelaufen. Weil die müssten jetzt da um 2 Punkte nach oben. PPK これからは私の時代よ仲間を援護します deswegen wegen dieser Fähigkeit war ich da so ein bisschen wo ich dachte aber gut also wisst ihr denke ich 皆さんこの結果どうですかよかった。私も嬉しいです。さあ、ここ、wie ich hier, wie weit ich ihre Zweitfertigkeit habe, also von MP5. ベストラ M4。
ist jetzt schon ruiniert. Das Team, ne, Team 1, sollte jetzt da und dann da hoch. Und dieses Team sollte da und dann zum Heliport. Das könnte ich doch. Doch, das kann ich noch retten. Das kann ich noch retten. Ja. Dem Team 1 Überstunden macht. Hoho. Team 10 in der nächsten Runde 2 nachzieht, genau. Dürfte klappen, in der Theorie. Dürfte echt klappen. Die meinte ich, LVMMG, genau, so hieß sie, LVMMG, die habe ich probiert auch mal mit M2HB und M1919, aber irgendwie hat mein Kopf da richtig Terror. Es gibt echt recht wie Ausnahme, wo man den Kopf dann sagt, okay, scheiße ich jetzt mal drauf. Und ja, also mit den klassifizierten Formation, Nation und ただちに迎撃します。外さないから。いやいや。見て、PPK。これからは私の時代よ。諦めて負けを認めてください。 F2000, das ist 100. Was mich sehr glücklich macht. So, jetzt musste da Team 1 eigentlich da erstmal stehen bleiben. Ach Quatsch. Och Mann, ich hab's wieder verkackt. Ich kann auch da einen nach oben. Und genau, dann können die auch die Position kurz ändern. Dann bleibt Team 1 auf dem Heliport, genau. Und Team 10. Und dann. Dort wo Team 1 ist und geht sogar noch ein nach oben, dann bin ich dem Heliport trotzdem noch etwas näher. Ich liebe meinen eigenen Kaffee. Ich weiß, man sollte sich eigentlich nie selbst loben, aber Kaffee machen kann ich echt ganz gut. Den meisten schmeckt es. Es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, der schmeckt mir jetzt nicht sehr gerade so. Das ist ja nur eine reine Geschmackssache.
dahin. So, mit habe ich trotzdem sehr viele Gegner, hoffe ich jedenfalls. Sechs Runden. Fünf. Ich habe. Wie viel habe ich jetzt? Nicht mehr so lange dauern, bis ich auf Level 100 habe. Wobei ich glaube, 1918 geht auf. Da klopft jetzt gerade mal ein Bewohner. Ich mache kurz Pause. So, da sind wir wieder. Ja, wie man sieht, insgesamt 7 Kills. Neun? Okay, wird doch noch. Also ich kriege die Kills, ich kann sogar, meine ich, auf den gegnerischen Kommandoposten zu laufen. Okay, jetzt habe ich die niemanden von denen den Chip gekriegt, ne? Ach, ich Idiot. Fällt mir jetzt erst ein wieder. Ah, das kommt noch, das kann ich ja noch. MG4 und M500, die sind ja erstmal fest in der Formation. Also MG3, SAT und 1918, die kommen dann nach wieder raus. Damit ich die anderen, die nächsten, die noch keine Level 100 sind, aber über denen stehen. Also M1918 zum Beispiel ist ja noch keine Level 100. Aber die anderen, also MG3 und SAT sind ja schon Level 100. Dementsprechend kommen dann andere erstmal in die Formation rein. Ich weiß, es stehen schon blöde Sachen, aber schon ein halbes, fast nur aus Pistolen bestehende Formation drin. Ich finde irgendwie ziemlich die Animation von HK33 ziemlich extrem, wie die da so am hochreißend ist, durch den Rückstoß nach dem Schuss. Ich denke, boah, das sieht heftig aus. Wird klappen, wie ich geplant habe. Und sogar Superkarten. Ich kann wirklich die jetzt einfach darauf und ja, hat die Meister, ne?
ich für eine Sicherheitshalber. Wobei, ne, ich habe alles. Meine ich jedenfalls. Diese eine Kugel geht trotzdem. Safe geschafft. Hurra, hurra. Gegner des. Tadachi ni geigeki shimasu. Watashi no tochi kanarazu hakki shimasu. Dou desu? Kowai desu ka? Jetzt habe ich faktisch sogar 11 Kills mit diesem einen Zusatz gerechnet, also geschafft. Minasan, kono kekka dou desu ka? Yokatta. Watashi mo ureshii desu. Hajimemashite, Shikika. Und die Aufgabe ist vergleichsweise nicht so lang wie beim letzten Mal. Ja. So. Jetzt mal gucken. Also erstmal reparieren. Ich habe auch mit der Lotterie habe ich fast alle Felder, muss kann ich euch sagen. Auf jeden Fall zeige ich euch schlecht. Da fehlen nur noch 3 Felder, aber wo ich sage, ich habe das Hauptziel, ne, diesen Skin zu bekommen, habe ich schon erreicht. Ne? Also reiße ich mich da jetzt nicht großartig drum, ob ich das jetzt noch alles schaffe. Klar, kriege ich da noch mehr Ressourcen und so weiter. Ne? Aber ich habe das Hauptziel, ne? Ja, da brauche ich nicht so groß. Oh, jetzt sind wir vorbei. Ah! Also hab alles erreicht. Nur drei Zahlen haben mir gefehlt. Dateien. Von diesen Spezialmissionen. Ah, ich Idiot! Haha! Da war ich doch gerade drauf! Oh Mann, ich glaube, ich habe trotz dem Hut, den ich mir gekauft habe, weil ich zurzeit eine recht wenig bis gar keine Haare auf dem Kopf habe, habe ich mir, also quasi eine Glatze habe, habe ich mir so einen Hut geholt, einen Buschhut oder wie es beim Bund heißt, einen Dschungelhut. Und
weil das ist auf Anrat von zwei Betreuern, die selber Glatzen haben. Also je eine Glatze haben, jeder einer von denen hat eine Glatze. Habe ich mir so einen geholt, damit ich keinen Sonnenstich oder Sonnenschlag da auf den Kopf bekomme. Das ist auch nicht so schön, was da ist. Das ist ein Handtuch bei mir runtergefallen. Okay. Dafür noch kurz. Abchecken. Ich meine, da ist ein bisschen hinaus. Muss ich ja euch doch. Ne? Ich kann euch jetzt nicht so einfach in den Feierabend schicken. Das geht doch nicht. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen komisch drauf. Ach ja. Oh Mann. Aber danach muss ich aber auch schnell auf die Toilette. So. Ja. Was für Tee hat er? Okay. Was habe ich da allgemein drin? Nicht ausreichen, um mir irgendwie was Großartiges zu holen. Das reicht mir als Antwort. So, dann verabschiede ich mich aber jetzt. Die Blase drückt unter anderem zu sehr. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns dann am Montag bei Okami. Hoffentlich, dass ich es diesmal nicht vergesse, aber ich meine, da ist jetzt kein Feiertag, was da einen da so vergesslich machen könnte. Deswegen dürfte es klappen. Und ja, habt's schön, habt's entspannt am Wochenende und ja, bleibt gesund. Tschüss.